Ich bin Gründer eines Climate-Tech-Startup-Unternehmens, ehemaliger Strategieberater und war einer der besten BWLer Deutschlands. Und im heutigen Video werde ich dir erzählen, wie du dich schon während des Studiums auf das Gründen vorbereiten kannst. Legen wir los. Die größte Herausforderung beim Ausgründen ist es, überhaupt eine Co-Founderin zu finden. Ohne diese Person wird dir kein Investor das Geld geben, vor allem wenn du nicht selber das Produkt bauen kannst. Glücklicherweise ist das Studium die beste Zeit überhaupt, deine Co-Founderin, deinen Co-Founder zu finden. Du bist umgeben mit Gleichgesinnten. Idealerweise bist du an einer Hochschule, wo die interdisziplinären Fächer angeboten sind, die dein Skillset komplementieren. Das heißt, wenn du jetzt BWL studierst, dass dort dann auch irgendwelche Techies sind oder wenn du zum Beispiel ein Techie bist, dass dort auch BWLer sind oder andere wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge. Und genau deshalb solltest du schon dort als allererstes anfangen. Und hier gebe ich dir zwei Tipps. Als erstes, socialize your problem. Rede mit jeder Person, die du kennenlernst im Studium und kennst im Studium darüber, dass du mal gründen möchtest. Erzähle denen über deine aktuelle Situation, dass du offen bist, mit Menschen an etwas zu arbeiten und dich freust, wenn diese Personen dich mit anderen Personen vernetzen, die auch etwas mit Gründung zu tun haben möchten. Zweitens, versuche stetig dein Netzwerk auszuweiten und insbesondere mit Menschen bzw. an Orten und bei Veranstaltungen, wo du erwartest, dass dort eine hohe Dichte an Menschen ist, die auch etwas gründen möchten, zum Beispiel Hochschulgruppen, die sich gerade dem Thema Entrepreneurship widmen, bei Meetups oder auch anderen Orten, Institutionen, wo man das erwarten kann. Wenn du dann eine potenzielle Co-Founderin an der Angel hast, eine Person, mit der du dir vorstellen kannst, auszugründen zu können, dann musst du anfangen, eine Problemliste mit dieser Person zu erstellen. Nicht von der Idee, von der Lösung kommen, sondern von dem Problem. Wenn du anfängst, über eine Idee nachzudenken, dann machst du es komplett falsch. Es geht immer um das Problem und wie du dieses Problem möglichst effizient, effektiv löst für die Person, die dieses Problem hat. Wenn du ein Problem findest, dann sollte das idealerweise ein Problem sein, was viele Menschen haben, was oft vorkommt, also nicht irgendwie einmal im Jahr ein Problem ist, zum Beispiel zu Weihnachten Geschenke suchen, sondern jeden Tag idealerweise oder mehrmals am Tag, zum Beispiel Durstlöscher. Ja, also Getränke, Trinken ist ein Problem, was wir oft haben während des Tages und fast alle Menschen haben. Deswegen ist das auch so eine riesige Industrie. Und dann soll es am besten ein Problem sein, was die Leute lösen müssen. Also, dass man da gar nicht drum herum kommt, sondern dass man das Problem lösen muss. Zum Beispiel eine Steuererklärung ist ein Problem, was viele Menschen lösen müssen und nicht nur lösen können. Wichtig an der Stelle, wenn du ein Problem findest, was du selber hast und die Person, mit der du das ausgründen möchtest, ist Jackpot. Weil dann ist die Founder Problem Fit, dann ist das schon mal gegeben. Du hast dann nämlich eine intrinsische Motivation, das Problem zu lösen und kommst eben nicht aus der Ecke, dass du halt irgendwie was ausgründen willst. Und wenn das gar nicht mehr Spaß macht, dann hörst du auf, gibst du auf. Wenn du allerdings ein Problem löst, was du selber gelöst haben willst, dann ist da gleichzeitig auch mehr Motivation dabei. Wichtig an der Stelle ist auch, du musst jetzt nicht irgendwie ein neues Problem erfinden, sondern es gibt unfassbar viel existierende Probleme, die schon gelöst werden, aber eben nicht optimal. Also zum Beispiel Reiseagenturen war das Ding der Jahrzehnte, bevor es sowas wie Booking.com, Check24.com oder diese ganzen anderen Online-Reiseagenturen, Online-Reisebuchungsplattformen gab. Auch diese nicht optimal, zum Beispiel für Gruppenreisen, sind die aktuellen Plattformen nicht wirklich ausgelegt. Und wenn du jetzt mit einer größeren Gruppe was buchen willst, musst du immer noch sehr oft zum Hörer greifen. Und so gibt es zum Beispiel auch das ein oder andere Startup, was daran arbeitet, dass man als große Gruppe einfacher online buchen kann. Wenn du dich mal umschaust, es gibt unfassbar viele Lösungsansätze, von denen sind viele suboptimal. Zum Beispiel allein der Beton hier in meinem Zimmer, aber auch um dich herum, ist eine Lösung, hat über Jahrhunderte gut funktioniert, Beton zu bauen, beziehungsweise Beton zu nutzen, um zu bauen, aber ist nun mal fucking CO2-intensiv. Kann man verbessern. Und so gibt es unfassbar viele Probleme um dich herum. Und genau dort solltest du anfangen. Mach dir Gedanken, was sind Dinge, mit denen du nicht zufrieden bist? Was dauert zu lange? Was schmeckt nicht gut? Was gefällt dir nicht?
Was bereitet dir im Alltag Probleme? Was findest du einfach nicht gut genug? Und dort solltest du anfangen. Habt ihr für euch ein Problem identifizieren können, eine Hypothese gebildet, dass das Problem groß genug ist, oft genug anfällt und tatsächlich etwas ist, was man lösen sollte, gilt es so schnell wie möglich, ein MVP zu bauen. Die erste Version des Produktes, der Lösung, dass das Problem tatsächlich löst. Und dieses gilt es so schnell wie möglich mit echten potenziellen Kunden zu verproben. Nach echtem Feedback zu fragen. Nicht zu fragen, ob das eine tolle Lösung ist, sondern wirklich zu schauen, wie dieses Produkt das Problem löst und damit zu versuchen, das Problem besser zu lösen, das Produkt weiterzuentwickeln. Wichtig ist, wenn dein MVP dir nicht peinlich ist, wenn dieser erste Problemlösungsansatz nicht so crappy ist, dass es dir peinlich ist, dann bist du zu spät damit rausgegangen. Dieses Produkt sollte wirklich crappy sein. Es sollte ein erster Versuch sein, das Problem zu lösen und es ist noch ganz weit davon entfernt, wie das echte Produkt tatsächlich am Ende aussieht. Zum Beispiel, du möchtest eine Lerncoaching-Plattform entwickeln. Dazu ein paar Software-Features einbetten, sodass diese Gesamtlösung die ideale Coaching-Plattform ist für Lernende und Studierende. Deine erste Version könnte dann sowas sein, eine Kombination aus einer Notion-Page, also quasi einer Sammlung von Informationen, die man einigermaßen aufbereitet hat, zusammen mit einer Coaching-Lösung, die du zum Beispiel über WhatsApp for Business integrierst, also einfach einen Link einfügen, wo man dann sich zu diesem WhatsApp for Business Gruppenchat bzw. Individualchat anmelden kann und dann noch irgendwie eine Typeform, um bestimmte Daten des potenziellen Kundens abzufragen. Das tapest du irgendwie digital zusammen und dann hast du schon deine erste Produktlösung, mit der du reales Kundenfeedback einsammeln kannst. Eine andere Idee könnte es sein, eine Plattform zu entwickeln, um bei der Wohnungssuche von Studierenden zu unterstützen. Und statt hier jetzt irgendwie selber was zu coden mit einem Backend, einem Frontend, einer Datenbank, kannst du beispielsweise mit Airtable oder wieder auch mit Notion erstmal eine Datenbank aufsetzen, wo du verschiedenste Listings, also verschiedene Wohnungen selber auflistest, die Daten einpflegst, wirklich crappy, händisch, null skalierbar, alles einträgst und dann den Leuten über eine Typeform zum Beispiel Zugang gewährst zu dieser Tabelle. Und Support bietest du dann zum Beispiel auch wieder für WhatsApp for Business an. Und die Zusammenfindung von Angebot und Nachfrage auf dieser Plattform nimmst du auch händisch vor. Da gibt es jetzt keine etablierten Prozesse. Nichts ist da automatisiert mit Code, sondern du bist quasi der Code und versuchst dann die Anfragen, die dann über Typeform oder über WhatsApp for Business reinkommen, mit den Angeboten, die du in deiner Airtable hast, zu matchen und schaust, ob dieses Problem, wie du es dir vorstellst, die Hypothese, die du hast, wirklich existiert und ob dein Lösungsansatz in die richtige Richtung geht. Und darauf basierend kannst du dann dein Produkt weiter iterieren und kannst dann anfangen, ersten Code zu schreiben. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau doch mal hier in dieses Video. Hier erzähle ich dir, warum ich meinen Job als Strategieberater gekündigt habe, warum ich jetzt ein eigenes Unternehmen, ein Climate Tech Startup aufbaue und was das Ganze auf sich hat.